Tugay! Ihr müsst entscheiden, Leute. Okay. Servus, Leute. FAQ Nummer 2 mit... Ja, mal ey, wieder Gehirnmodus entspannen einschalten und wieder zurückgehen. Okay, dann. Deutschland. Gut, Merkel, gut. Fangen wir an mit der ersten Frage, Digga. Wie oft hattest du Stress mit der Polizei oder hattest du schon mal Stress mit der Polizei? Leute, erst vor kurzem wegen dieser Person. Seht ihr die da hinten? Können wir sie einmal zum Gespräch dazu holen? Ja, natürlich, ich geselle mich zu ihm. Da bin ich auch schon. Eigentlich schon das zweite Mal jetzt. Ne? Das zweite Mal muss ich wegen... Er ist unscharf, ne? Egal. Ich bin eigentlich immer scharf. Leute, was zuletzt der Status war von polizeimäßig wegen ihm, guckt euch dieses asoziale Stück an. Deutschland, gut. Ja. Das zweite Mal. Das zweite Mal. Falls ihr mal so eine echte Story hören wollt, kein Problem, kann ich machen. Das wird viel zu lange dauern jetzt ein Video. Schreibt mal in die Kommentare, wir wollen unbedingt wissen, wieso. Dann erzähle ich euch die Real-Life-Story. Merd, was würdest du machen, wenn du Tugays Auto abschleppen müsstest? Abschleppen, um Geld zu kriegen oder Auge zu drücken? Wer parkt denn so? Wer parkt so? Ist hier, Digga, ist das nicht Tugay? Du bekommst die dickste Strafe, Alter. Warte ab. Kennzeichen? Mann, Tugay, Digga, du bist gefickt, Digga. Hey, sorry, 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 ich bin sofort hier weg, ich bin sofort weg. Tut mir echt leid. Da gibt's keinen Weg, Digga, ich hab schon aufgeschrieben, Digga. Ja, ich, können wir das irgendwie anders klären? Du willst das anders klären, Junge? Was packst du hier? Guck mal, du hast die Leute zugepackt, Digga. Ich weiß, tut mir auch leid, aber... Digga, ich, lass, na, warte, bitte, sei mal froh, dass lass ich... Lass uns bitte anders klären. Bruder, ich hab dir die dickste Strafe aufgeschrieben jetzt. Ich meine, wir können das auch anders klären. Bruder, wie soll ich das klären? Das ist mein Job. Ich meine. Ich kann das doch irgendwie anders. Willst du mal Kinder haben? Wenn ja, eher Junge oder Mädchen? Und wie viele und wie würdest du sie nennen? Ganz ehrlich, Leute, das Wichtigste ist, das Kind soll gesund sein. Guck mal, ich habe einmal überlegt, so richtig viele Kinder wäre schon gut. Weil dann kannst du einfach einen Laden öffnen und du lässt einfach, wenn deine Kinder 18 Jahre alt sind, da arbeiten umsonst. Eigene Erfahrung, so wie das Vater mit mir macht. Will ich so richtig wie so 10 Kinder und wenn alle 10 so über 18 sind, einen Laden eröffnen und alle sollen da arbeiten umsonst. Junge oder Mädchen, ist mir ehrlich scheißegal. Wie würdest du sie nennen? Weiß ich auch noch nicht. Das ist Geburt 1 bis 10. Natürlich springe ich jetzt auf den Zug ein. Gesund, Mädchen, Junge, scheißegal. Aber ich mach's ein bisschen anders. Viele Kinder, weil viel Kindergeld. Kannst du nämlich... Ich wollte das Gleiche sagen, Digga. Fuck, Digga. Du hast mir einen Witz geklaut, Bruder. Rein, ich kann mit. Und wenn du Klamotten kaufst, dann kannst du immer gleich dem Kind weitergeben. Also Kaiser-Style, du kaufst einen Pulli in XL und gibst einfach immer weiter, weiter, weiter. Dann kann das kleinste Kind damit auch schlafen, dann sparst du auch gleichzeitig die Bettdecke. Leute, um Kinder zu machen, braucht man erstmal eine Frau. Also anschreiben, welche, welche. Was war dein peinlichstes Ereignis mit Mert? Das peinlichste Erlebnis mit Mert? Erzähl nicht. Ich zeig euch das mal ein bisschen nachgestellt. Tugay. Tugay. Digga. 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 Junge, Alter. Tugay, Digga, ey. Junge, ich krieg keine Luft mehr. Amenakoyim, ich bin seit 70.000 Abos dabei und du hast mir nie geantwortet oder sowas. Du hast es genau jetzt geschafft, Digga. Okay, 400.000 Abonnenten. Bruder, du bist auf dem Kanal, Digga. Du bist der Heftigste, Digga. Du hast gewonnen, Bruder. Was hat er gewonnen? Bruder. Welchen Frauentyp habt ihr? Eine Frau sollte aussehen wie eine Frau. Kurven mitbringen. Was in der Birne haben. Nicht so viel labern. Nicht viel fragen. Nicht so viel Zahnfleisch, wenn sie lacht. Kennt ihr das, wenn die so kleine Zähne haben wie Tic Tac, aber die Hälfte davon? Das sind Sachen, die mag man nicht. Leute, ich bin froh, wenn ich überhaupt eine Frau abbekomme mit dem Bauch, Alter. Also habe ich gar keine Vorstellung. Ich denke mir immer so, man kann nicht die geilste haben, die Charakter auch geil ist. Das ist irgendwie immer reingeschissen. Oh. Das ist macht gleich auch sentimental. Nein, Digga, ich will einmal ernst machen. Sentimental. So, Deutschland, gut. Deutschland, gut. Es gibt zwei, einmal... Tschüss, Schamlo. Auf jeden Fall, Leute, ich denke mir immer so, okay, wenn ich heirate, ich nehme einfach eine Frau, die perfekt ist so mit Putzen und alles, die kann alles kochen, dann soll Aussehen einfach normal sein. Nicht hässlich, nicht so die Zehen, einfach normal sein. Aber alles andere, was nicht zum Heiraten ist, muss natürlich... Da reicht eigentlich nur Aussehen, ist egal was vom Charakter, weil das wird eh nichts Beziehung. Wie meinst du das jetzt, Mert? Ja, das ist...
Merk, wieso sollte ich dein Pullover kaufen? Überzeug mich und ich kaufe dein Pullover. Also warum man sich diesen Pullover kaufen sollte? Für Leute, bei denen es nicht so gut läuft mit den Frauen. G steht für Girls, S steht für Zickig und D steht für Drin. Er läuft mit dem Pullover rum, hat ein gesundes Selbstbewusstsein, weil da dieser Slogan drauf ist. Und dann geht's los mit einem Zicki machen, Leute. Was würdest du machen, wenn du deinen damaligen besten Freund auf der Straße siehst, also als Obdachloser? Haben Sie 50 Euro? Nein. Ich kann auch EC-Karte, kein Problem. Sie können auch überweisen. Boah, das sieht aus wie ein potenzieller Kunde. Ich brauche Schuhe. Holla, hier. Eine Spende bitte. Moment! Moment! Lange nicht gesehen! Wie geht's dir? Wer bist du? Ich bin Tugay! Ich bin Tugay. Hey, Alter, du weißt doch, wir waren in deiner Klasse, Mann! Es ist viel passiert, was ist mit dir passiert? Scheiße siehst du aus, ja? Was ist los mit dir? Eigentlich alles gut bei mir, Digga. Was ist mit dir? Ja, ist gut, ja. Harz Amtscher kümmert sich um jeden. Was ist mit dir passiert? Alles gut, alles gut. Hast du für Frau für mich? Du schuldest mir Fuffi noch. Was für Fuffi, Mann? Das bin ich nicht. Wer von euch ist am schnellsten Döner? 3, 2, 1. Auf los geht's los! Ich nehme diese Challenge schon ab, Bro. Du, wer nimmt das richtig ernst? Ich hab jetzt gar keine Eile mehr. Ich genieße einfach den umsonst gesponserten Döner. Wie schlecht suchst du denn, Digga? Er hat mich voll, er will abnehmen, Digga. Mit mir wollt ihr Döner essen? Die kleinen Fotzen, Digga. Wer, du? Du? Was ist los? Alles gut? Alles gut? Alles gut bei dir? Hä? Alles gut? Hä? Alles gut? Digga. Alles gut bei dir? Das ist mein Döner. Nicht mit mir, Bruder. Nicht mit mir, okay? Wieso weißt du von meinem Döner? Ja, Leute, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einfach... Gerne! Auf jeden Fall, wir haben bei Tugay auch noch ein Video gedreht. Und bei Emmer haben wir auch ein Video gedreht. Abchecken, Leute. Das ist Yoda AB. Er würde jetzt sagen, die macht es mit euch. Bezogen auf Eminem Ziki. Auf jeden Fall, Leute, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einfach... Gar nichts. Und... Lass mal, Die Wichser. Ich hatte richtig Bock, das zu machen. Hier. You can have my dach, Rokosa, Pecha, Penta.